So, toll. Eine Kartoffel habe ich noch übrig. Das ist natürlich super. Pass auf. Folgendes. Ein bisschen Platz haben wir im Inventar. Mais will ich auf jeden Fall haben. Dann Oats. Was immer das ist. Von diesen Dingern. Hier haben wir noch, ne? So Steckrüben, Radieschen und sowas. Weiß ich gar nicht. Das Problem ist, das wird jetzt ewig dauern. Das mit dem Anbau, das wird jetzt ewig dauern. Ewig. Okay. Warte. Oats. Ne, hier hätte ich gerne Mais, ehrlich gesagt. Mais. Ich muss die Eimer vielleicht auch mal ablagern. Mais. Fertig. Dann, was habe ich dann noch? Oats. Und was war das andere? Hier, Rye mache ich daneben und die Oats kommen am Rande. So. Ah. Jetzt bin ich gespannt. Das kann natürlich alles ewig dauern und wird es wahrscheinlich auch. Und eine Sache würde ich gerne noch machen. Ich weiß nicht genau, kann ich das so machen? Pressure Plate. Carpenters. Hier so davor. Ja, das finde ich ganz gut. Müsste ich vielleicht nur einfärben mit irgendwas. Ich weiß noch nicht genau. Und oben hätte ich das ehrlich gesagt auch gerne. Ich bräuchte Gras. Kann ich das hier mit ein? Das wahrscheinlich nicht, ne? Es wäre so schön gewesen. Hätte ich wenigstens irgendeinen Zweck zuführen können. Ich brauche unbedingt irgendwann Silk Touch. Wolle ist auch nicht das Richtige. Na gut. Eine Sache noch. Carpenter's Hammer habe ich noch dabei. Okay. Only activate for players. So. Das heißt, wenn ein Tier drüber latscht, dann geht das Tor nicht auf. Und so ein Ding hätte ich ehrlich gesagt, hätte ich auch gerne oben noch. Dafür bräuchte ich noch einen Carpenter's Block. Leider zwei sogar. Achso, na, ist doch egal. Mach ich 10. Wir werden ja eh noch einige brauchen, ne? Wir haben ja da hinten den Weg auch noch gar nicht fertig und so weiter. So, zack. Gut. Halt. Ich sollte mir eh mal ein bisschen mehr Automatiktüren auch machen. So, hier kann man das mit Erde machen, das ist ganz gut. Mit Erde einfärben, einfach schwupps, dann sieht man es auch nicht mehr. Und ehrlich gesagt, das kann ich auf der anderen Seite auch nochmal machen. So. Dann müssen... Toll. Dann müssen wir nicht immer manuell das Tor aufmachen. Das geht, ne? Ja. Und ehrlich gesagt, da hinten auch. So. Das Einzige, was wir machen müssen, wir müssen die noch only activates for Pipapo. So, und außen muss er noch, da muss noch Erde hin. Da drunter. Aber das kriegen wir noch hin. Okay. Jetzt hier. So. Und eine Sache, die ich noch machen wollte. Wenn wir schon mal hier sind, wir haben ja die... Oh, die Diamantspitzhacke hat auch ein bisschen gelitten. Die werde ich hier noch wegmachen. Die kommen hier weg. Und was ich gerne noch machen würde, ich weiß nicht, ob ich das hier so lasse. Lasse ich das hier so? Ja, wahrscheinlich gehe ich noch ein bisschen in die Tiefe. Ich würde gerne noch... mit der Vault haben wir schon ewig nicht mehr weitergemacht. Aber ich würde die tatsächlich gerne... Also ich meine es ernst. Ich würde die gerne noch ein bisschen ausbauen. Das Problem ist nur, wir haben so viele Baustellen... Und hier zum Beispiel hätte ich gerne eine Spitzhacke. Ich weiß, das gibt es zum Beispiel bei Feed the Beast, die einfach mal so ein 3x3-Feld wegmacht. Da gibt es sehr, sehr schön und da kann man wesentlich schneller bauen, als ich jetzt hier mit der Diamantspitzhacke. Das ist mit der Spitzhacke. Das ist so ein bisschen mühselig tatsächlich und das dauert alles. Dauert und dauert und dauert. So.
Und ich weiß noch nicht genau, ich hätte hier nämlich noch was vor, ehrlich gesagt. Und vielleicht mache ich das auch anders. Dafür bräuchte ich tatsächlich Marble, Raw Marble. Würde sich hier, glaube ich, echt gut anbieten. Wenn man zum Beispiel sagt, hier ist dann alles mit was ist denn? Wenn man zum Beispiel, ach, das ist die Fackel. Wenn man sagt, hier, ne, Cobblestone ist ja easy, so. Okay, ich weiß nicht genau, ob das so funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. Jetzt müsste ich theoretisch... Ah, ist alles Marble, Marble, Marble. Okay, da ist Marble, ist nämlich sowieso alles mal mit. Das trifft sich eigentlich ganz gut mit dem Marble, muss ich sagen. Freue ich mich ein bisschen. So, da es Marble ist, ich nehme es aber mal mit. Au, au, au. So. Und angenommen, dieses Rhyolith Cobblestone geht dann bis hier. Oh. Das war ja sehr schlau. Also, ich sollte vielleicht nicht mehr runterspringen. Das geht dann bis da. So. Und hier hätten wir dann, ich mach mal ganz kurz, den Marble mach ich nochmal raus, weil den würde ich gerne behalten tatsächlich. Ach egal, wir werden bestimmt noch ein bisschen was davon finden. Den nehme ich trotzdem noch mit. So. Und dann würde ich hier noch quasi nur so ein Garagentor wieder reinsetzen, ne? Dann hätte man hier so ein Garagentor, lalala. Ich mache mir das mal gerade eben als Platzhalter, mache ich mal die Dinger hier gerade hin. Und dann würde ich dahinter einfach mit Marble weiterbauen. Ich weiß nicht, kann ich ihn jetzt einfach so verbauen? Das geht. Okay, ich muss den nicht nochmal aufkochen und gar nichts. Der ist dann einfach so weiß, wie er ist. So, leider brauche ich dann, naja, ich brauche da ein bisschen mehr von natürlich. So, und das Doof ist, da unten, na gut, bisschen Marble haben wir natürlich noch. Also nicht wundern, was ich gerade vorhabe, ne? Ich hab da, das wird schon. Das wird noch ein bisschen dauern tatsächlich. So. Ein bisschen konzentraten, okay. Das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin. Ist jetzt natürlich scheiße dunkel. Ich muss da vielleicht mal, erstens eine Kartoffel, geht gar nicht. Ich wollte gerade eine Kartoffel essen, aus Prinzip. Geht aber wieder nicht. Okay, hier sollten wir, wir sollten hier auf jeden Fall noch ein bisschen höher lassen. So. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht genau, wie tief ich da jetzt rein muss. Das kann ich jetzt nicht sagen. Es wird noch auf jeden Fall ein bisschen dauern. Vielleicht hätte ich den Tunnel gleich hier machen sollen. Wir müssen die Wände, wie gesagt, die Wände werden hier noch aus Marble gemacht. Das will ich so nicht lassen, mit Greywacke. So, hier war das Rohr. Perfekt. Die Fackel wandert immer noch, ne? Guck mal, da unten wandert die Fackel noch. Die wandert und wandert und wandert und wandert. Die despawnt einfach nicht mehr, das ist vorbei. So. Gut, ich wollte das halt so haben, dass man nicht sofort die Portale hat, wenn man reinkommt. Ne, das möchte ich, würde ich so nicht unbedingt haben wollen. Ist zwar natürlich sehr praktisch für unser Spielerlebnis, aber die Portale werden eh noch umgebaut. Die Netherportale, die lasse ich da nicht. Und dann, kann ich ja schon verraten, auf jeden Fall, mir ist nämlich was aufgefallen, das würde ich echt gerne mal probieren. Mir ist aufgefallen, dass ich so das LP nämlich prima in die Länge ziehen kann und das würde ich echt gerne mal probieren. Verstehst du? Nee, mir ist aufgefallen, dass ich, zeig ich dir gleich. So, pass auf, das zeig ich gleich. So, hier können wir sowieso, lalala. Und ich würde gerne alles hier natürlich mit Marble auskleiden, ob das so geht. Huch. Weiß ich nicht. Dafür reicht Marble natürlich nicht aus. So. Wie wir das unten machen, kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Wir werden auf jeden Fall noch eine Menge mehr von anderen Gesteinen brauchen.
eine Menge mehr, wie ich fürchte. Vor allen Dingen, wenn wir hier wirklich eine Vault draus machen wollen. Ich weiß gar nicht, wo ich so viel Marble herkriegen soll. Da müssen wir unterirdisch, müssen wir noch richtige Stollen ausheben und so weiter. Dieses Marble ist, glaube ich, das am einfachsten beschaffbare. Wenn mich nicht alles täuscht. Achso, ich habe jetzt viel zu viel abgebaut. Hallo? 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 Na, das ist ja... Ich kann mich nicht mehr... Aha! Großartig! Ein faszinierendes Schauspiel. Sag mal. So, ich räume das da gerade mal weg. Wäre schön gewesen. Vielleicht mit Lava kann man da was machen, aber da braucht man Liquid Pipes. Das können wir so eh nicht machen. Wäre geil gewesen, wenn das mit der Fackel geklappt hätte. Aber kann ja nun mal nicht alles klappen. So. L-Rucksack. Was mache ich denn mal in den Rucksack? Hier, komm. Haben wir ja eh genug drin. Nein. So. Boah, das Geräusch gerade hat mich voll erschrocken. Ich dachte, der zieht mich jetzt trotzdem rein. So, die Erde können wir später wieder rausnehmen. Dieser Gang, den können wir später noch brauchen. Nicht unbedingt jetzt. Da hinten die Treppen allerdings nicht mehr. Hier ist noch... Oh, hier ist auch noch Marble. Okay, hier zimmer ich mir das mal ganz kurz raus eben. So, bitte ein bisschen Geduld, weil wir brauchen das, ja. Ich hoffe inständig, wir werden davon noch genug finden, ehrlich gesagt. So, vor allen Dingen, ach, das ist das Schisselmarbel, ne? Daraus können wir auch noch was Schönes schisseln. Theoretisch, wenn wir das denn wollen. Was ist das denn? Was? Oh. Wow. Das ist irgendwie geil. Da möchte ich fast ein Fenster hinmachen, ehrlich gesagt. Das ist jetzt sehr unerwartet, ehrlich gesagt. Da möchte ich echt ein Fenster hinmachen. Wenn das irgendwie geht, aber das geht wahrscheinlich nicht, weil... Es sei denn, wir machen dann ja so einen Wartebereich oder sowas. Ja, das würde... Das geht. Wartebereich geht. Cool. Das ist ja geil. Okay, lass ich mal so. So, ich nehme den ganzen Marble mit. Aus Prinzip. Habe ich noch Platz im Inventar? Natürlich nicht. So, was kann ich mal da reintun? Sand, Sand, Sand. Oh, Stickies nicht, die brauche ich immer. Oh nee, da ist gerade ein Marble runtergeflogen. Egal. Ich sollte mal irgendeinen Cobblestone hier zubauen. Nicht mit Erde, weil die Erde brauchen wir eh noch. Ich freue mich jedes Mal, dass ich Erde finde und dann verbrate ich die für irgendeinen Scheiß. Das ist ja geil hier. Was ist denn das da unten eigentlich, was da so rumpackt? Ah, das ist ein Schwein, oder? Ich glaube, das ist ein Schwein, was irgendwann mal da reingefallen... Boah, was für eine miese Falle. Da geht es auch noch rein. Okay, warte. Das ist Granit. Ich muss es tun. Hä, jetzt ist das Schwein weg. Hä? Geisterhöhle. Okay, geht's nicht viel weiter rein, aber ich belasse es mal dabei. So, okay. Womit baue ich das zu? Was habe ich denn hier? Was ist denn das mit Greywacke? Komm, die Greywacke brauche ich eh nicht. So, wupp, wupp. Wupp, wupp, wupp. Dann bauen wir das damit zu, denn der Unterschied wird sowieso keiner bemerken. La, 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 la. Doch, Gott. Ja, natürlich, aber der sagt nichts. Habe ich schon gefragt. So, wir sind hier noch ein... hätte ich eigentlich gleich mit Marble machen können, aber das mache ich erstmal lieber beim Eingangsbereich. So, und dann machen wir hier vielleicht einen schönen Entspannungsbereich oder so. Ich lasse das jetzt mal offen. Soweit. Da können wir nämlich später, sollte da wirklich ein Fenster hinkommen.
Bietet sich ja ein bisschen an, oder? Was ist das hier? Diorit? Aha. Diorit dreiphasend. Wirkt abführend und natürlich. So, aber eigentlich wollte ich ja, ja, Grübel. Erstmal anders hinsetzen. Entschuldigung. Will ich das hier machen oder will ich da... Also das, was ich vorhabe, will ich das jetzt hier schon machen? Oder gehe ich noch ein bisschen weiter rein? Hier so ein Sitzbereich ist, dann würde ich zumindest, pass auf, dann mache ich das mal folgendermaßen. Ich mache die Decke hier nochmal ab. Boah, die schöne Diamantspitzhacke. Oh, muss leider ein bisschen leiden. Tja, wir müssen wahrscheinlich demnächst nochmal in eine Höhle. Nicht unbedingt diese hier, boah, das sieht echt cool aus. Wir müssen demnächst wahrscheinlich nochmal in die Höhle und dann, naja... Diamanten sammeln. Hilft ja nix. Boah, Mist, ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt machen möchte. Hier, vielleicht mache ich das von hier aus, dass ich dann sage, okay. So. Dann haben wir hier drei. Warte mal, wir haben jetzt hier, das sind die 1, 2, 3 und dann hier haben wir 1, 2. Also mache ich jetzt hier Zweiertiefe. So. Voll übertrieben alles, natürlich, weiß ich selber. Und dann hier eins. Oh, und Kohle. Zwei. Und Dreiertiefe. Okay, warte, ich muss das mal ganz kurz eben. Die Fackel hau ich mal eben auf den Boden. Wir haben hier, ne, die Dreier. Das wäre das hier. Reicht das an Tiefe? Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir echt unsicher, ob wir nicht vielleicht noch ein bisschen tiefer reingehen sollten. Vielleicht mache ich das mal eben. Wenn man nur wüsste, was ich vorhabe, natürlich. Das kann ich leider noch nicht verraten. Aber ich weiß, dafür werden wahrscheinlich... Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das einfach so mit der normalen Spitzhacke mache. Ich würde gerne tatsächlich einfach noch ein bisschen weiter hier rein. Oder noch ein bisschen ausheben, lalala. Hier kann man theoretisch die Höhle schön mitnehmen. Aber ich würde hier gerne, ehrlich gesagt, so einen Raum draus machen. So einen etwas größeren. Und der müsste dann theoretisch auch ab hier sogar schon da starten. Und ich weiß nicht genau, ob ich damit jetzt schon unsere schöne Diamantspitzhacke verschrotten soll. Weißt du, was ich meine? Weil die ist momentan, die ist ja noch sehr wertvoll gerade. Weil wir momentan noch nicht so viele Diamanten haben, als dass wir jetzt einfach so fröhlich, also die ganze Scheiße hier machen können, die wir zum Spaß einfach mal ausbauen. Denn... Also ich würde gerne noch so ein paar Verbindungen haben auf jeden Fall, auch mit den Minecarts und so weiter. Ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt hier in der Vault mache mit den Minecarts oder ob ich da vielleicht noch was ganz anderes mache oder ob das zu Fuß, ja zu Fuß wäre es glaube ich zu weit einfach. So. Auf jeden Fall wäre das hier schon cool, weil man hier so ein bisschen, hier hat man so ein bisschen, naja, vor Ort, weiß ich nicht. So, ich mache mal ganz kurz das hier schon mal rein. So, anders geht's hier leider nicht. 1, 2, 3. Hier hinten 1, 2, 3 und hier 3. Wie ich jetzt da rauskomme, hinten weiß ich nicht. Ich muss mir den Boden erstmal wieder frei machen. Hier ist der schöne Marble, den wir gerade gebaut haben. Krass, draußen ist Tag? Das muss ich mal ganz kurz gucken. Draußen ist Tag. Ah, jetzt sieht man es auch da oben. Krass, und hier ist einmal nichts. Das ist einmal so dunkel. Ich dachte, tagsüber wäre das vielleicht auch noch schön, aber nein.
Oh, wenn die Sonne nicht direkt reinscheint, siehst du einfach gar nichts. So, und hier oben müssen wir leider auch noch nach da hinten irgendwie. Das hängt nämlich zusammen, tatsächlich. So, mach Wachen. Ja, das hängt zusammen. So, das mache ich mal eben nochmal. So, und hier auch nochmal. Gut, und theoretisch hier die Wände kann ich natürlich auch schon mal verputzen. Lasse ich das hier so eng? Doch, ich lasse das so eng. Das hat schon seine Gründe. Decke muss ich nicht unbedingt so eng lassen. Die Decke mache ich ein bisschen großzügiger. So, warte. Ich gucke nochmal ganz kurz, wie das aussehen wird, ne? Ich will nochmal ganz kurz gucken, wenn wir hier mal weiterbauen, irgendwie, das werden wir mit Sicherheit auch nochmal irgendwann machen, dann will ich zumindest gucken, wie das wirkt. Das sollten wir zumindest mal austesten, bevor wir alles damit zubauen oder anfangen, alles so zu bauen. So. Kostet natürlich auch noch immer noch mehr Marble. Ich hoffe mal, wir kriegen da noch genug von. So. Ich hoffe, das liefert schon mal einen ersten Eindruck. Oh Mann, die Diamantspitzhacke. Ich habe da echt so ein schlechtes Gewissen. Ich hoffe, das liefert schon mal so einen ersten Eindruck, wie das dann aussieht hier hinten. Marble brauchen wir sowieso erstmal nicht. Das heißt, den können wir ja schon mal komplett anbauen. Ja, wenn man jetzt hier noch so einen blauen Streifen hätte, das wäre eigentlich ganz geil. Ich glaube, das wäre ganz cool und irgendwie... Nee, ist richtig. Ist ja gerade so. Achso, deswegen wahrscheinlich. Gut, ich hau das mal hier. Achso, ist das. Nee, ist der gleiche Marvel. Ach du Heilige. Okay, da habe ich doch ein bisschen mehr gesammelt, als ich dachte. Ich mach den aber schon mal dran. Einfach nur. 1, 2, 3, 4, 5. 6. So, ich hau den einfach nochmal schon mal dran, damit wir den Stack los sind. So, ich würde ihn da sowieso hier oben reinbauen. Na toll, jetzt haben wir die Scheiße mit dabei. So, das hier lasse ich erstmal, falls wir nach unten fallen. Ansonsten, hier kommt die Garagentür hin und danach soll es halt hier so weiß reingehen. Soll halt ein bisschen... Achso, soll halt so ein bisschen tatsächlich Vault-mäßig sein, ne? Dann gehst du rein, dann soll es ein bisschen so Vault-mäßig aussehen, so ein bisschen futuristisch oder wie auch immer. Also, was haben wir denn hier? Zack. Boah, ich bin froh, wenn das mit dem Lager endlich funktioniert. Da mache ich 10 Kreuze. Oh, Mist. Jetzt haben wir in der Kiste ja schon den ganzen Kappes reingemacht. Ich habe gerade überlegt, wie das ist, wenn wir jetzt die ganzen Steine reinwerfen und dann da unten aber schon mal... Wollen wir die Steine hier unten haben oder hier oben? Ne, hier oben haben wir keine Steine, ne? Die würde ich vielleicht eine Etage tiefer machen. Ich glaube, eine reicht. Ich glaube, das hier wird auch für Obst und sowas reichen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, was man noch alles anbauen kann. Ich glaube, da gibt es noch eine Menge. Vor allem, wenn noch Essen dazu kommt, also richtig gekochtes Essen und sowas, dann braucht man auch noch mehr. Also mehr Unterschlupf oder sowas. Switchgras. Reed Canary, lalala. Hier so ein bisschen diese braunen Dinger, ich weiß es doch selber nicht. Und hier auch diese Blumen vor allen Dingen, ne? Die weißen Blumen kann man ja alle wunderschön dahin machen. Ich hole mal ganz kurz die weißen Blumen da oben raus, dann kann man die da vielleicht schon mal einsortieren. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn wir die dahin sortieren. Wir können die später immer noch umsortieren. Präriebohme. Switchgrass haben wir ja auch schon. Diese komischen weißen Blumen und haben wir noch andere weiße Blumen, komische. Birch Sapling. Ah, Saplings brauchen wir auch noch irgendwie. Na, das kann ja noch weiter werden. So. Das dürfte das sein. Da jetzt 43 von. Auch schön. Geht halt dann nicht verloren, ne?
Und egal, was wir später im Inventar haben, wir schmeißen es einfach in eine Kiste und dann wird das alles automatisch einsortiert, finde ich eigentlich ganz gut. Ich weiß noch nicht genau, ob das hier oben die gute Idee ist oder ob wir hier oben alles für Nahrungsmittel brauchen werden, aber dann können wir die Scheiße vielleicht noch nach unten umziehen lassen. Das würde auch gehen. Wenn das da einfach funktionieren würde. Ist so bitter. Huch! Wieso hat sich das gedreht? Hä? Wieso hat sich denn das gedreht? Weil wir unten die Pipes geändert haben, oder was? Aber das sollte doch eigentlich keine Auswirkung auf so eine Dinger haben. Das dürfte sich eigentlich überhaupt nicht drehen. Das ist ja schräg. Okay. Und was wir noch brauchen würden und was ich ehrlich gesagt auch mal gerne langsam machen würde, das sind diese Kisten hier. Wobei ich da fast sogar der Meinung bin, dass man das nicht so... Aber doch, dann immer die kleinen Kisten auch. So, hier haben wir das. Und dann würde ich halt hier zum Beispiel sagen, dann machen wir hier Steine hin. Wobei die thematisch wahrscheinlich ganz unten besser passen würden, auch wenn wir manchmal welche brauchen. Hier halt ganz unten sollten eigentlich Steine hin. Wobei ich jetzt echt überfragt bin, wie ich da ein Sortiersystem hinkriegen soll. Greywacke. Erde würde auch noch gehen. Rhyolith, Cobblestone. Ich weiß nicht, ob ich aus Greywacke irgendwas machen kann oder aus Rhyolith. Aus Rhyolith Cobblestone kann ich bestimmt noch was burnen, wahrscheinlich. Aber das könnte ich ja so machen, dass ich jetzt dann zum Beispiel da oben reinmache und das gebrannte... Na, da habe ich jetzt das. Pass auf, ich mache mal ganz kurz nur, damit wir es setzen können schon mal. Ich bräuchte noch einen Ofen unten. Wieso mache ich mir eigentlich keinen? Wenn ich ihn sowieso brauche, wieso mache ich eigentlich keinen? Okay. Wir müssen nämlich alles erstmal grob einsortieren, damit man eine damit man grob eine Übersicht hat, was wohin kommt. So, eine Holzbank. Habe ich Holzbank gesagt? Na, weißt du, was ich meine? So, aus dem Rhyolith-Cobblestone können wir uns gleich einen kleinen Ofen machen. Zack, den kleinen Ofen, den haue ich hier erstmal hin. Und dann können wir aus der Hälfte davon können wir schon mal irgendwie was Schönes kochen. So, nämlich schöne Rhyolith-normalen Stein. Das ist der Cobblestone. Der kommt dann unten rein und der Rhyolith kommt oben rein. Bei Greywacke, ich glaube, da gibt es nur den einen Zustand. Ich bin mir gar nicht so sicher. Und dann können wir aus dem Rucksack auch die ganzen Steine... Ach du heilige Gabbro. Ecolith haben wir ja auch noch. Da ist noch Rhyolith. Rhyolith. Okay, ist auch egal, ob wir den jetzt brennen oder nicht. So. Gut, Gabbro Soapstone. Von Soapstone haben wir eine ganze Menge, glaube ich. Lalalala. Da haben wir noch Soapstone Bricks. Und der normale Soapstone, den brauchen wir ja auch nochmal. Soapstone. So, warte, warte. Ach so, der macht ja gerade. Was ist das hier? Gabbro Cobblestone. Cobblestone ist immer unten. Gabbro. Einmal hier hin. So, Gabbro, Cobblestone packe ich mal dahin, weil die eigentlich relativ ähnlich aussehen. Sehen sie wahrscheinlich alle. Soapstone, Cobblestone ist ein bisschen heller. Huch. Oh. Apropos Soapstone, Cobblestone. Dann mache ich hier mal ganz kurz diese Dinger hier hin. Und zwar von oben. Ich weiß, dann ist unten ein hässliches Loch. Leider. Soapstone, Cobblestone. Gut, ich glaube, da haben wir einige von. Muss ich auch noch ein bisschen brennen. Greywacke. Ich weiß nicht, was man mit der Greywacke machen soll. Hier unten sammeln wir dann auf jeden Fall Steine. Ne? Dann machen wir auf jeden Fall hier unten die ganze Steinabteilung. Das passt ja auch, die ist relativ weit unten. Iron Ore, Andesit.
Gravel zähle ich auch mal dazu. Die Soapstone Bricks weiß ich überhaupt nicht, wo ich die hinpacken soll. Aber hier habe ich auch noch die Blümchen und sowas. Warte mal, ich mach mal Fenster zu gerade. Es ist schweinekalt hier.